So! So! Adi, so! Gut, hat sich ausgesohnt. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eben hat die Post hier klingelt. Ich hab gedacht, was ist denn jetzt schon wieder los, ne? Und dann kam das neue WrestleCrate UK Paket. Was ich ja im Prinzip jeden Monat bekomme, als leidenschaftlicher Wrestling-Fan kriege ich immer so ein Paket, was ich da eigentlich genommen habe, weil da immer eine DVD drin ist und ein T-Shirt, aber auch andere Sachen, andere Goodies. Das ist aber nur das kleine Paket, es gibt auch noch ein größeres, da sind noch mehr Gegenstände drin. Ich freue mich eigentlich immer am meisten auf das T-Shirt, sozusagen 15 Euro für ein T-Shirt ist schon in Ordnung. Leider kostet es insgesamt 25 Euro, weil 10 Euro Versand sind jedes Mal, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Aus, Adi, aus, was machst du da? Jetzt wollen wir mal reingucken, was wir dieses Mal haben. Das T-Shirt liegt schon oben drauf, deswegen tue ich das mal kurz weg und wir schauen erstmal auf den Rest, was wir hier haben. So, Wrestling on the Edge of the World. Da ist wieder also ein Code, wie er einen Monat lang kostenlos hier Wrestling on the Edge of the World gucken könnt von der, was ist denn das? SPW. Das ist die SPW. Wer kennt SPW? Noch nie gehört. Da sind auf jeden Fall immer so kleine Probemonate drin, wo ihr gerade streamen könnt hin und her. Das denkt einfach, das ist Disney Plus und ihr könnt einen Monat lang Disney Plus nutzen. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Kann man sich auch so wie Autogrammkarten oder kleine Sammelkarten ins Regal stellen. Aber Autogrammkarten gibt es ja immer extra. Autogrammkarten sind nämlich zum Beispiel sowas hier. Da ist nämlich auch meistens in jedem Paket eine Autogrammkarte. Das hier ist Trish Stratus, die kennt ihr vielleicht noch von früher, als die WWE noch WWF hieß und cool war, gab's Trish Stratus. Die war auf jeden Fall immer sehr heiß und feucht und brutal, meine ich, und hat da die Gegner einfach und so. Da muss man aber erstmal gucken. Was sind das? Ja, als nächstes ziehen wir das mal raus und das scheint auch nochmal eine Autogrammkarte zu sein von einem nicht so heißen, nicht so feuchten Typ mit zwei Affen. Den kenne ich wieder gar nicht. Wer ist das? Kennt ihr den? Da ist noch eine Autogrammkarte. Das sieht auf jeden Fall richtig genial aus. So der Himmel, der Mond, die zwei Affen, der Zylinder. Sieht aus wie irgendeine Rolle von Johnny Depp. Namen kann ich leider nicht lesen. Aber wir haben natürlich hier unsere Inventory-Karte dabei, wo drauf steht, was ist und wer was ist. Also sieht ein bisschen aus wie Dean Ambrose, ist er aber nicht, ist er nicht. Dafür sieht es viel zu anders aus. Trish Stratus, Exclusive Autograph, Circle Gang Green DVD, die liegt noch hier drin. Circle Gang Green, Gang Green, Gang Green. Ich weiß nicht, wer das ist, aber wenn ich hier hinten sehe, 200.000 Thumbsack Deathmatch, Four Corners of Pain Deathmatch und andere Matches, dann scheint das eine, das ist kein Wrestler, das ist wie eine Organisation, denn das tritt zum Beispiel an 440 gegen Faces of Death, Jeff King gegen Jeff Cannonball gegen Otis Koga, The Rascals gegen Atticus Koga and RSP, Josh Alexander gegen Camero Jackson, Jody Threat vs. Bastard Cassidy with Sadie Suicide, Homicide gegen Brian Keys, Vinny Mazzaro gegen Vincent Nothing und Jake Christ gegen Ace Perry. Vincent Nothing fand ich bis jetzt am besten. Also auch noch nie gehört. Aber das ist ja nicht hier nur AEW, WWE. Das sind noch Indie-Ligen, das sind noch andere Sachen. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Da wird bestimmt der Hannes mit reingucken. Dann haben wir einen, genau das, was ihr gesehen habt, war das Charles Crowley Autogramm. Also der Herr mit der Mütze und den Affen ist Charles Crowley. Ein Monat von SPW. Haben wir auch drin. In den großen Boxen gab es noch ein Obi Alien Label Pin, ein Wrestling Podcast Earphone und ein Acclaimed Poster.
Wrestling-Podcast-Earphones. Da waren Kopfhörer drin in der großen Box. Und was jetzt noch fehlt, ist das T-Shirt, das Hayabusa Exclusive T-Shirt. Hayabusa sagt mir wieder mal nix. Sieht aber auf jeden Fall bunt und fetzig aus. Hayabusa, Hayabusa, Hayabusa. Nehmen wir raus, breiten wir mal aus, zeigen euch das mal so. Steht auch hier Hayabusa, daran hätte man das erkannt. Hier ist wieder was Japanisches drauf. Es ist hier einer mit einer Maske. Hier unten macht er wohl gerade einen Moonsault oder irgendwas. Ist bestimmt sein Finisher-Move. Hat auch nur einen Schlüpfer an. Sieht genial aus. Ist wieder mal ein fettes Design und was, was ihr wahrscheinlich auch so nicht im Handel erwerben könnt, sondern es exklusiv nur bei WrestleCrate UK gibt. Wie findet ihr das Hayabusa-Shirt? Und was gibt's nächsten Monat? Das ist nämlich auch immer schon dabei. Da haben wir hier nämlich auf der Rückseite von der Itemlist, was alles hier drin ist, immer schon Werbung für die nächste Box. Nächstes Mal AEW-Star Konosuke Takeshita Exclusive Autograph in Dezembers. Und in der Heavy Crate Champions gibt's eine nächste Next Vinyl Figur. Aber die habe ich ja nicht. Also, der sagt mir gerade nichts. Der ist jetzt bei AEW und das nächste Mal ist ein Autogramm von dem dabei. Diesmal wurde ja angekündigt, dass ein Autogramm von Trish Stratus dabei ist. Das ist das Autogramm von dem Herren in der nächsten. Aber von wem ist die DVD? Von wem ist das T-Shirt? Ich bin gespannt. Das war's von meiner Seite aus. Ich sammle die T-Shirts, die finde ich immer noch cool. Das Jake the Snake Roberts T-Shirt und das British Bulldog T-Shirt habe ich, das British Bulldog T-Shirt habe ich meinem Onkel zum Beispiel zum Geburtstag geschenkt, weil das halt oldschool ist. Ein anderes habe ich schon Hannes geschenkt. Das hier muss ich mal gucken. Manche behalte ich selber, manche verschenke ich auch an andere Leute in der Familie, im Freundeskreis, die begeisterte Wrestling-Fans sind, wenn ich denke, das würde demjenigen schmecken. So, ansonsten war es das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.